Gott. Leon Wegner. Was geht hier vor? Hallo? Hey, wo bist du hin? Hast du meinen Hund gesehen? Aber du warst doch. Mein Hund. Der Hund. Der ist irgendwo darüber gelaufen. Wie? Hallo? Verdammt! Was passiert hier? Was passiert hier bloß? Was willst du mir zeigen? Hey, wo bist du hin? Was mache ich hier eigentlich? Verdammt! Ich hätte die Waffe nicht anfassen dürfen. Okay.
Hey, wer bist du? Was willst du mit der Waffe? Was? Was hast du getan? Das war ich nicht. Nein, natürlich nicht. Du stehst einfach nur so mit einer Bleispritze in der Gegend rum. Ich wollte durch den Wald spazieren gehen. Da habe ich diese Leiche gefunden. Gehst du immer mit einer Knarre spazieren? Das ist nicht meine Waffe. Hey, beruhig dich wieder. Ich würde auch nicht zugeben, dass das meine Kanone ist. Denk doch, was du willst. Gib mir die Waffe, bevor du noch jemanden umbringst. Oh nein. Vielleicht bist du ja auch der Killer. Ach, jetzt willst du mir den Mord in die Schuhe schieben? Ich will gar nichts. Was mache ich denn jetzt? Das musst du alleine regeln. Vergrab ihn doch. Aber ich habe ihn noch gar nicht umgebracht. Ach ja, das hatte ich vergessen. Dann ruft die Polizei. Die werden mich für den Mörder halten. Das denke ich auch. Was würdest du an meiner Stelle tun? Ich bin nicht an deiner Stelle. Gott sei Dank. Aber was würdest du tun, wenn es so wäre? Also, ich würde zusehen, dass ich verschwinde. Und was wird aus der Leiche? Die findet einen Narren. Was machst du hier eigentlich? So rein zufällig? Spazieren gehen. So wie du. Ich denke eher, dass du ihn getötet hast. Tatsächlich. Ich habe ihn nicht ermordet. Du warst das. Das wird auch die Polizei so sehen. Du Verdammter. Das ist mein Glückstag heute. Ich wollte die Leiche eigentlich im Moor versenken. Aber dann kamst du. Dieser verfluchte Köter hat mich angegriffen. Dann habe ich auch ihn beseitigt. Warum hast du das gemacht? Er hatte was mit meiner Freundin. Ich musste dem ein Ende setzen. Nun ist es vorbei. Das rechtfertigt doch keinen Mord. Du scheinst nicht zu wissen, wie das ist. So hintergangen zu werden. Ich muss dann jetzt los. Und was wird denn jetzt aus mir? Keine Ahnung. Mach das Beste draus. Du kannst doch nicht einfach so verschwinden. Fuck! Was mache ich jetzt? Okay. Ich mache einfach.
Das ist also das Haus, das dir dein Bruder vermacht hat? Ja. Wie gefällt's dir? Ganz nett. Was heißt ganz nett? Naja, das ist nicht gerade die Art von Haus, die ich mir vorgestellt habe. Du hast immer was zu meckern. Hey, das war nicht so gemeint. Du meinst immer, was du sagst. Ich finde nur, dass wir hier ziemlich hinterm Mond leben werden. Und das noch in so einer alten Bruchbude. Ich habe das Haus geerbt und werde darin wohnen. Mit oder ohne dich. Du nimmst die Sache einfach zu ernst. Wie lange sind wir eigentlich schon zusammen? 2 Jahre? Fast. Warum hast du mir nie von deinem Bruder erzählt? Wir standen uns nicht sehr nahe. Warum haben deine Eltern nie von ihm gesprochen? Sie haben sich von ihm distanziert. Warum? Er war absolut boshaft. Wieso? Er hat Menschen schikaniert und gepeinigt, wo er nur konnte. Und dann schlug er einen Obdachlosen tot. Echt? Dein Bruder? Ja, mein Bruder. Dafür hat er 7 Jahre gesessen. Und was wurde aus ihm? Er hat eine Frau kennengelernt und ist bei ihr eingezogen. Eigenartigerweise hatte sie nach einiger Zeit einen tragischen Unfall. Ah, dann ist das hier ihr Haus gewesen. Dafür, dass du zu deinem Bruder keinen Kontakt hattest, bist du gut über sein Leben informiert. Wir hatten einen gemeinsamen Freund. Auch der ist tot. Das tut mir leid. Schon komisch. Da wohnst du und dein Bruder nur 15 Kilometer voneinander entfernt. Und ihr lauft euch nie über den Weg? Ich bin ihm aus dem Weg gegangen, wo ich nur konnte. Jetzt lass uns über was anderes reden. Wie ist er gestorben? Warum stellst du mir solche Fragen zum Frühstück? Weil ich es gerne wissen möchte. Martin wurde ermordet. Wo? Im Wald, ein paar Kilometer von hier. Können wir jetzt das Thema wechseln? Okay. Wir sollten unseren Urlaub nutzen, um uns hier einzuleben. Hast du dir schon den Garten angeschaut? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit dazu. Ist es nicht herrlich hier? Ja, das ist es. Wer soll sich bloß um diesen Garten hier kümmern? Na, du natürlich. Ich? Ja, wer sonst? Ich kann das nicht. Doch, du kannst. Ein bisschen Rasenmähen und ein bisschen Unkraut zupfen kriegst du ja wohl noch hin. Na, da habe ich mir ja was aufgeheizt. Wir können endlich in unserem eigenen Garten grillen.
Das riecht aber lecker. Was kochst du denn? Lass dich überraschen. Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? Mit wem sprichst du? Oh Gott, hast du mich erschreckt! Da hast du mich ja ganz schön reingelegt. Wieso? Ach komm, du weißt wieso. Was meinst du? Ich dachte, da wäre jemand ins Haus eingedrungen. Ich glaube, du guckst so viele Horrorfilme. Lass uns ins Bett gehen. Ich glaube, ich drehe langsam durch. Kommst du rein? Du kannst ja nach dem Frühstück was im Garten machen. Ja, ich komme. Was ist los, Schatz? Du bist ja so still. Ich habe das Gefühl, dass ich wahnsinnig werde. Wieso das? Seit ein paar Tagen passieren mir merkwürdige Dinge. Erzähl mir davon. Nun ja, ich fühle mich verfolgt. Von wem? Von jemandem aus meiner Vergangenheit. Stefan. Du redest Unsinn. Das ist kein Unsinn.
Ich fahre morgen nach dem Frühstück in die Stadt. Kommst du mit? Nein, ich muss noch einiges im Garten machen. Schön, dass du dich doch mit unserem Garten angefreundet hast. Ja, das ist die allertiefste Provinz. Aber ich hatte keine andere Wahl. Hast du Lust, uns am Samstag zu besuchen? Schön, dann sehen wir uns mal wieder. Seit ein paar Tagen passieren mir eigenartige Sachen. Aber das erzähle ich dir dann. Fein. Bis dann. Dafür wirst du büßen. Glaub mir kein Mensch.
Hast du schon wieder einen Geist gesehen? Nimm mal eben, ja? Was Schönes, ja? Ich kann mit ihr nicht darüber reden. Sie nimmt mich einfach nicht ernst. Meinst du, ich glaube dir dieses Horrormärchen? Aber du kennst mich doch. Warum sollte ich mir sowas ausdenken? Würdest du mir glauben? Vielleicht bist du einfach nur total gestresst. Wovon denn? Ignoriere die Vorfälle oder such dir einen Psychiater. Super. Was willst du denn damit? Holz hacken. Für unseren Kaminofen. Ich würde gerne mal wieder richtig ausgehen. Wie wäre es, wenn wir morgen Abend losziehen? Naja, großartig Lust habe ich nicht. Vielleicht nächstes Wochenende? Seitdem wir hier wohnen. Bist du ein richtiger Langweiler geworden? Hey! Sei mir nicht böse. Geh doch mit deinen Freunden los, wenn du Lust hast. Ja, das muss ich dann ja wohl. Ich werde mir auf die Couch schauen und mal wieder ein Buch lesen. Ist alles klar bei euch? Stefan ist in letzter Zeit so angespannt. Er sieht Dinge. Das hört sich an, als wäre ich verrückt. Vielleicht bin ich ja verrückt. Das kriegen wir schon hin, Schnucki. Soll ich dir was zu trinken holen? Ja, gerne. Für mich bitte ein Martini. Du bist doch tot! Ja. Das bin ich. Dank dir. Wo ist Lea? Meine Schwester? Du bist Martin? Ja. Die Welt ist klein. Nicht wahr? Was willst du von mir? Ihr lebt in meinem Haus. Ja und? Du bist tot. Erst erschießt du mich? Und dann ziehst du mit meiner Schwester in mein Haus? Das nenne ich gerissen. Du hast deinen Tod selbst zu verschulden. Dafür wirst du bezahlen. Ihr beide. Was ist deine Schwester? Ich habe sie nie gemocht. Sie ist ein Miststück. Was willst du schon machen? Du bist nur ein Hirngespinst. Das wirst du schon sehen. Mit wem redest du? Mit dir. Ich hab dich nur gefragt, ob du etwas trinken möchtest. Nein, Schatz, gerade nicht. Okay.
Eigentlich habe ich ja schon ein bisschen Durst. Wollen wir nicht morgen nach dem Frühstück einen Waldspaziergang machen? Gerne. Vielleicht vernasche ich dich dann zwischen den Farnen. Vielleicht. Sie können, mein Herz. Hast du dich nun an das Haus gewöhnt? Oh ja, es gefällt mir gut. Das freut mich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Du wirkst seit Tagen so in dich gekehrt. So, mache ich den Eindruck? Ja, tust du? Weißt du eigentlich, wer deinen Bruder getötet hat? Fang nicht wieder mit dem Thema an. Ich weiß es. Was? Woher willst du das wissen? Weil ich ihn getötet habe. Wie? Das finde ich jetzt echt nicht witzig. Das ist kein Witz. Du hast Martin getötet? Er hat mich dazu gezwungen. Dein Bruder. Und jetzt muss ich dich töten! Ich krieg dich! Lass mich! Was fällt dir ein, du verdammte Hure? Stirb endlich! Stirb! Gott, war das gut! Das war so gut! Ja, Mann! Das hast du nicht anders verdient! Siehst du, das hast du nun davon. Hoffentlich verrottest du schnell. Zurück, mein Schatz.
Sind Sie erlegt, ne? Ja. Haben Sie mal Feuer? Nein. Haben Sie Feuer, Hansen? Ich bin Inspektor Barnekow vom Morddezernat. Das ist mein Kollege Hansen. Sie stehen unter dringendem Mordverdacht. Wie es aussieht, haben Sie 3 Leichen fabriziert. Wir sind Ihnen auf die Schliche gekommen. Hansen, festnehmen. Sie können sich zu den Vorwürfen auf dem Revier äußern, wenn Sie wollen.